FPÖ, die bei diesen Gemeinderatswahlen in 98 Gemeinden im Burgenland antritt, hielt heute ihre Abschlusspressekonferenz in der Fußgängerzone in Eisenstadt. Ziel ist es, die bisherigen 80 Mandate zu verdoppeln. Der Landesparteisekretär der FPÖ Burgenland sprach von den Schwierigkeiten, gleichzeitig den Gemeinderats- und Nationalratswahlkampf zu führen. Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz sprach dann auch noch die neue Politik seit der Koalition mit der SPÖ im Burgenland an. Weiters erwähnte er, dass die FPÖ die Vordenkerpartei sei und auch ein Seitenhieb auf Sebastian Kurz dürfte nicht fehlen. Alles in allem sieht die FPÖ den Gemeinderatswahlen mit Optimismus entgegen. Als Landesparteisekretär der FPÖ Burgenland darf ich Sie aufs Allererste hier bei der Abschlusspressekonferenz in Eisenstadt, in der Landeshauptstadt, begrüßen. In der Landeshauptstadt deswegen auch, weil wir hier drauf und dran sind mit unserem Clubobmann Gesa Molnar, den ich begrüße. Die absolute der ÖVP zu brechen, ich bin in Rust selbst daran. Die absolute bei uns ist es die SPÖ zu brechen und darf auch begrüßen und den Landesparteiobmann, Landeshauptmann, Stellvertreter Hans Schürz. Ja, die FPÖ Burgenland ist angetreten in 98 Gemeinden, 98 Kandidaturen. Davon sind drei Namenslisten, die anderen Listen treten unter FPÖ bzw. FPÖ und Partei frei an. Es sind insgesamt 809 Kandidaten, die sich der Wahl stellen, 71 Bürgermeisterkandidaten. Bisher hatten wir 80 Mandate inne im Burgenland und wir haben ausgegeben, wir stecken uns ein hohes Ziel, das wäre die Verdoppelung der Mandate. Der Wahlkampf war so, dass er sich wirklich äußerst schwierig gestaltet hat. Sie wissen alle, wir haben eine besondere Situation heuer, dass wir die Nationalratswahl und die Gemeinderatswahl quasi gleichzeitig zu organisieren hatten und zu bewerben hatten, was uns wirklich eine große Herausforderung für uns dargestellt hat. Wir haben bis jetzt schon über 200 Verteilaktionen in ganz Burgenland durchgeführt zu beiden Wahlen. Wir haben mit Absicht, muss man sagen, die Plakate relativ spät zur Aufstellung gebracht. Wir wissen, das Vorjahr war praktisch die ganze Zeit über ein Wahljahr und die Bürger waren mit den Plakaten sehr belastet. Jetzt haben wir gesagt, diesmal machen wir das möglichst kurz, aber intensiv. Wir haben den Ortsgruppen viel Mitspracherecht eingeräumt bei den Plakaten, bei der Thematisierung ihres persönlichen Wahlkampfes in der Ortsgruppe, weil ja jede Gemeinde individuell verschieden ist. Daher durften sie auch mehr als bisher immer mitreden und wir hoffen uns davon den optimalen Effekt bei der Wahl. Ja, ich möchte mich jetzt bedanken bei allen Wahlhelfern und natürlich auch bei allen Kandidaten, die so aufopfernd wirklich gelaufen sind bis jetzt und noch zwei Wochen haben sie noch vor sich, um die Nationalratswahl zu bewerben. Es war eine großartige Leistung, was diese Schar an Wahlhelfern bis jetzt geleistet hat und übergebe jetzt an unseren Landesparteiobmann Hans Schürz. Ja, in aller Kürze, auch ich möchte mich natürlich nicht nur bei allen 809 Kandidaten bedanken für ihr Engagement, sondern auch bei den vielen Funktionären, die jetzt noch unterwegs sind. Ja, es freut mich ganz besonders, dass wir mit Gesa Molnar, unserem Clubobmann, einen Kandidaten haben in Eisenstadt, wo ich glaube, dass er wirklich die richtige Alternative ist. Der Landesparteisekretär hat das schon erwähnt. Bin auch überzeugt davon, dass man auch der Bevölkerung das somit erklären kann, indem man ganz klar sieht im Burgenland, dass es eine neue Politik gibt. Das heißt, nur mit uns hat sich sehr, sehr viel geändert. Nur mit uns gibt es definitiv eine neue Politik, weg vom Proporz. Nur mit uns gibt es zum Beispiel im Land, und das muss man sich wirklich vorstellen, ne? Es gibt im Land ein Nulldefizit, ne? Das gibt es im Bund nirgends. Das heißt, wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen, und bauen sogar noch 2 Millionen Schulden pro Jahr ab. Also mit uns, nur mit uns gibt es wirklich eine Politik, die dann natürlich auch in den Gemeinden sozusagen in den Vordergrund gestellt wird. Wir wollen in den Gemeinden die Bürgerbefragungen ausgebaut haben. Wir wollen, dass überall dort, wo wir kandidieren, wo wir Erfolg haben, die Bevölkerung auch befragt wird bei wichtigen Projekten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Einbindung der Bevölkerung. Und man kann schon erkennen, auch bei der letzten Plakatserie, wir sind einfach die Vordenker.
Wir sind die Vordenker und nicht die Spätzünder, so wie der Herr Kurz, der irgendwie und irgendwann alles Mögliche nachplappert, aber selber 7 Jahre in der Regierung war, nichts getan hat, überhaupt nichts getan hat. Das heißt, der plappert schön vor sich dahin, aber die Vordenker sind wir. Wir sind nicht nur im Land Burgenland die Vordenker auch gewesen, sondern wir haben auch umgesetzt. Und das ist auch wichtig, wenn man nur zum Beispiel bedenkt, einen Bereich noch, damit ich nicht so lang werde. Alle Beteiligungen wurden in eine Holding gegeben. Das sind jetzt 90 Beteiligungen in einer Holding. Früher hat es gegeben im Burgenland Beteiligungen, da hat es immer einen roten und einen schwarzen, einen roten und einen schwarzen Geschäftsführer gegeben. Das ist weg. Es gibt nur mehr einen Geschäftsführer, der natürlich auch infolge eines Hearings auch prädestiniert ist, dieses Amt auszuüben. Und das ist Politik für die Bürger. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass unser Spitzenkandidat hier in Eisenstadt und nicht natürlich in Eisenstadt, sondern es ist eine Abschlusspressekonferenz, wo wir natürlich alle Gemeinden hervorheben wollen, dass wir auch mit unserem Modell der Bürgereinbindung, der Bürgerbefragungen, bin überzeugt davon, Erfolg haben werden. Bitte gesagt. Vielen Dank, Herr Landesparteiobmann, Herr Landesparteisekretär. Es freut mich sehr, dass wir den Landeshauptmann Stellvertreter und unseren Landesparteisekretär hier in Eisenstadt im Finale des Wahlkampfs begrüßen dürfen. Wir laufen hier in Eisenstadt wie in den anderen Gemeinden auch bis zur letzten Minute, heute noch und morgen noch. Wir gehen optimistisch in die Wahlen am Sonntag. Wir haben nicht nur burgenlandweit unter Hans Schürz so viele Kandidaten wie noch nie. Das trifft auch auf Eisenstadt zu. Wir haben das heuer schon ab dem Frühjahr gemerkt, dass die Stimmungslage sehr gut ist. Wir haben die Anzahl der Kandidaten verdoppeln können. Wir haben mehr als 20% parteifrei. Und das zeigt, dass der Wunsch auch über die Kernwählerschaft hinaus sehr groß ist, dass sich in Eisenstadt etwas verändert. Und dieser Wahlkampf hier in Eisenstadt die letzten Wochen hat gezeigt, wie notwendig es ist, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. Ich persönlich, es ist ja mein 4. Gemeinderatswahlkampf, habe so einen Wahlkampf noch nicht erlebt. In Wirklichkeit war dieser Wahlkampf der ÖVP der Ausdruck der absoluten Arroganz. Die ÖVP hat in Wirklichkeit den Wahlkampf verweigert. Thomas Steiner hat den Wahlkampf verweigert. Es hat keine inhaltlichen Aussagen gegeben. Es hat kaum Stellungnahmen gegeben zu kontroversiellen Themen. Im Gegensatz zu uns Freiheitlichen, die einen sehr sachlichen Wahlkampf geführt haben, die auf Textplakate gesetzt haben, und wir haben ganz genau beschrieben, wie wir uns Eisenstadt in den nächsten 5 Jahren vorstellen. In Eisenstadt ist Thomas Steiner drauf und dran, sein Netzwerk, das er über die letzten 10 Jahre aufgebaut hat, zu vertiefen. Wir finden auf der ÖVP-Gemeinderatswahlliste Kandidaten, die handfeste geschäftliche Interessen haben. Wir haben das in den letzten Jahren schon öfter erleben müssen, gerade bei Immobiliendeals, dass da Geschäfte stattfinden, die ja zumindest eine schiefe Optik aufweisen. Und da gibt es jetzt Kandidaten, die an diversen Immobilienfirmen beteiligt sind, die in den letzten Jahren eben Geschäfte mit der Freistadt gemacht haben, auf Initiative von Thomas Steiner. Und diese Beispiele zeigen, wie notwendig es ist, diese absolute Mehrheit endlich wegzuräumen, damit die ÖVP eben nicht mehr tun kann, was sie möchte. Ein Tiefpunkt dieses Wahlkampfes in Eisenstadt ist sicherlich die Kandidatur einer Person mit Migrationshintergrund, die eine Nähe oder die Sympathien aufweist zum Radikal-Islam, die Sympathien aufweist für die AKP und das Regime Erdogans. Und es war der absolute Tiefpunkt, dass der ÖVP-Parteiobmann Thomas Steiner über diese Person noch gesagt hat, dass es ein Beispiel für gelungene Integration sei, dass diese Person voll und ganz hinter den Werten unserer Gesellschaft stehe. Wir sehen das absolut anders. Ich habe schon aus strategischen Erwägungen heraus ein gewisses Verständnis, dass die ÖVP auch bei der Kandidatenauswahl auf den steigenden Migrantenanteil in Eisenstadt Rücksicht nimmt, aber wenn es um Radikal-Islam und die AKP geht, da muss ein Strich gezogen werden. Das hat Thomas Steiner nicht getan. Und das ist zwar nicht meine Diktion, aber wenn Thomas Steiner vor einigen Tagen gesagt hat, er ruft die Wähler dazu auf, dem Unmut freien Lauf zu lassen, dann kann ich das nur zurückspielen. Der Unmut in Eisenstadt gerade über diese Personalentscheidung ist gerade bei ÖVP-Wählern sehr, sehr groß. Und wir als FPÖ sind hier die passende Alternative. Abschließend, ich bedanke mich bei der Landespartei, namentlich beim Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz und beim Landesparteisekretär für die Vorbereitung dieser Gemeinderatswahl. Es war sehr intensiv organisatorisch, es war ein hartes Jahr auch für unsere Mitarbeiter. Vielen Dank dafür und am 1. Oktober FPÖ, damit die Dinge richtig laufen. Herzlichen Dank.